Ich wollte jetzt auch mal eine von den ganz coolen Personen sein, die auch mal den Senf dazugibt wegen der Sache mit Gary Ross und Catching Fire. Erst habe ich das Ganze für ein blödes Gerücht gehalten, weil ich habe nicht wirklich geglaubt, dass er nicht das machen wird mit Catching Fire, aber dann kam das halt nicht wirklich offizielles Statement und gestern kam dann, habe ich früh gelesen, er wird es nicht machen. Er wird den zweiten Teil nicht machen und ich will gar nicht wissen, warum. Aber ich habe schon so eine wirklich gemeine Vorstellung, was Lionsgate wieder gemacht hat. Bestimmt nicht genug für Gary bezahlt, dass er das macht. Ist ärgerlich, dass er es nicht macht, aber ich ärgere mich. Ich denke so wie Josh, eigentlich kann ich mir nur vorstellen, dass nur Gary derjenige ist, der Catching Fire am besten macht. Und das ist so, wie er sagt, ja, es ist der Beste. Der hat beim ersten Teil so viel von seiner Liebe in den Film gebracht. Er liebt die Bücher. Der hat schon eine Vorahnung gehabt, wie er das alles machen sollte. Und dann, Lionsgate geht dahin, macht wieder wie immer alles kaputt. Wie immer. Ja. Wie sie das schon mit Match zerstört haben. Ja. Ich habe da ziemlich oft, ziemlich sehr viel davon gelesen, dass das Garys offizielles Statement ist, naja, sehr lang. Bin ich so froh, dass ich mich bei den Fans bedankt dafür. Wo ich mich geehrt fühle. Ja, ja. Ich finde es einfach nur blöde, dass er das nicht macht. Dass er nicht den zweiten Teil macht, weil ich liebe den ersten Teil. Habe ihn bis jetzt dreimal gesehen im Kino und ist unglaublich. Es fehlt zwar unheimlich viel, aber dann denke ich mir so, na gut, okay. Ist schon in Ordnung. Film ist gut, gefällt mir. Sehr gut sogar. Und ich bereue es nicht, dass ich ihn bis jetzt dreimal gesehen habe. Ich gehe wahrscheinlich die Woche oder nächste Woche nochmal. Vielleicht morgen oder so, oder am Wochenende oder nächste Woche dann. Ja, Gary Ross. Der Mann ist unglaublich. Okay, soll ich euch mal zeigen, was ich Neues gekriegt habe von Hannem? Ich ganz cool bin. Ja, meine wunderschöne Brasche. Habe ich gekriegt gestern, oh, nee, gestern am Sonntag. Und dann habe ich noch mir den Soundtrack gekauft. Wann habe ich den gekauft? Vorgestern. Ja, vorgestern. Mein Soundtrack. Ja, meine Bücher. Dritte Teil fehlt gerade, den lese ich gerade. Dieses Heft. Das sind, was das sind. Das ist, glaube ich, das ist ein Poster. Das, das und das. Und das sind Karten und. Ja, das sind kleine Karten hier. Kann ich jetzt drüben hängen. Wahrscheinlich hänge ich dann das als Poster auf. Was ist denn drauf? Das ist da drauf. Das ist das. Okay. Ja, und dann habe ich mir vor dem Film, wahrscheinlich nicht so ein paar Tage vorher, mir das unheimlich schlaue Buch gekauft. Was ich liebe aus Seneca. Ja. Kapitel, das ist 12. Hier, das noch. Bitte. Ja, wenn wir jetzt schon mal ihn sehen. Also wieder hochlegen alles. Ja, dann ja, mein. Oh Gott. Ja. Mein englisches Buch. Wo ich gerade nicht sehr weit bin. Aber naja, ich bin ja noch am Lesen. Gut, dann nehmen wir euch alles raus. So. Ja. Das hat mir ein Kumpel geschickt. Guter Freund. Und ja, das ist das mit den ganzen Karrieren, mit den ganzen Tributen drin und alles. Und halt so beschrieben, wie es man halt sagen würde. Wie halt diesen Kapitol moderieren würden oder so, würde ich jetzt mal sagen. Oh, Peter. Ich liebe dieses Bild. Ich liebe es. Okay. Ja, ich bin Josh. Verliebt sehr. Okay. Ja. Das ist wieder einsortieren. So.
So, und dann habe ich mir jetzt ein neues Poster. Muss ich noch irgendwo aufhängen, weil ich habe nicht irgendwo Platz. Ja, dann habe ich mir The Kids Are Alright gekauft. Ding. Sieht ihr nicht, da ist so ein Zeichen drauf. Deutschland. Da. Ja. Laser. Ja. Schlüsselfilm. Das musste sein. Ja, das ist mein Ding zu meiner Brosche. Ja. Das ist keine Frage nötig. Ja. Josh, ich liebe es. Ja. Was war das? Der 22. 23. 3. Ist doch schief. Was ist ein Fleck? Ah, okay, schief. Und das ist vom 29. Ja. Ja. Das sind meine Poster, die ich bis jetzt habe. Mehr habe ich noch nicht. Aber ich sammle noch. Jetzt muss ich gucken, ob das da hinten drauf ist, wie ich denke. Und dann werde ich das vielleicht umhängen. Nein, das ist da unten drauf. Okay. Wirklich? Yep. Da ist das. Nein, ich muss Peter neben mir hängen. Kann ich nicht machen. Ja. Das sind Bilder da oben. Und das hat er auch eine Art gefunden. Dann einfach muss ich machen. Ja. Ich mag das ja nichts, wenn ich den noch nicht gesehen habe. Ich finde den gut. Sieht gut aus bei ihr. Ja. Was habe ich noch mal? Ah! Einen Nagellack. Der sieht aus. Oh, komm mal. Der hat gewisse Ähnlichkeiten mit dem einen von. Dem von Panem. Hallo, Kamera. Ja. Jedenfalls sieht er so aus wie der eines Ölmischen. Ja. Wenn du jetzt bitte mal die Stecker. Kamera. Komm schon. Ja. Der heißt 02 James Favorite Brown. Okay. Ja. Jetzt bin ich mal so cool. Und wo auch immer ich jetzt gerade bin. Ja, Kristen. Mein Tumblr. Ich habe. Mal gucken, wie viel das jetzt sind. Wenn das jetzt bitte mal machen könnte. Florian, das macht mein Laptop immer. Mann. Okay. Ja. Kannst du jetzt bitte? Okay, dann nicht. Das ist weg. Egal. Ja. 649 Follower. Will jemand sagen, woher das ist? Es ist so süß. Oh Gott. Bartstoppeln. Oh, okay. Okay. Ja. Mal so ein Stück vor, wie ich das, wo ich es mag. Okay. Volle 5 Minuten lang werde ich nur gemustert. Dann sagt Blutax, so wird's gehen, denke ich. Ich werde zum Monitor gewinkt, doch dort sind die letzten Minuten zu sehen und ich betrachte die Frau auf dem Bildschirm. Ihr Körper ist größer, imposanter als meiner. Ihr Gesicht ist schmutzig, aber sexy. Die Brauen schwarz und in einem trotzigen Winkel nachgezeichnet. Aus der Kleidung steigen kleine Rauchpfannen. Und so. Okay. Ja. Ich mag das jedenfalls. Das ist irgendwie dann. Okay. Action. Ich halte den Bogen über meinen Kopf und brülle so zornig ich kann. Volk von Panem. Wir kämpfen, wir wagen, wir machen unserem Hunger nach Gerechtigkeit ein Ende. Stille senkt sich über das Set und es bleibt still. Totenstill. Schließlich rächt es in der Gegensprechanlage und Hamish
ätzendes Lachen hallt durchs Studio. Er muss so lachen, dass er Mühe hat, den Satz herauszubringen. Und damit, Freunde, wäre die Revolution gestorben. Ja, ich will jetzt voll spoilern, aber ich mag die Szene irgendwie. Ich mach sie wieder bemerkbar. Ich denke, dass sie ihn irgendwie ziemlich fertig gemacht hat. Aber auch so. Okay. Das ist schön. Oh mein Gott, Peter. Und das kann nur Peter mir geben. Wenn er fragt, liebst du liebst mich, wahr oder nicht, dann antworte ich wahr. Ja, so viel zu dem Thema. Okay. Viel Spaß, Leute. Und möge das Glück stets mit euch sein.